wirklich Eis. Ich glaube, du hast dir das nur ausgedacht, Emma. Ja. Es kann doch gar nicht sein, dass sie jetzt schon wieder die Eisdiele aufgebaut haben hier im Einkaufszentrum. Es ist doch noch mega kalt draußen und jetzt noch Eis. Also ich meine, ich habe zwar Hunger drauf, aber es ist trotzdem voll kalt. Das ist bestimmt wieder nur ein Trick von dir, weil du in den Spielzeugladen möchtest. Ich erzähle doch keine Lügengeschichten. Vertraut mir einfach. Ich habe das gesehen. Die Eisdiele hat schon offen. Ich war doch schon mit Mama hier. Guck, da ist sie doch. Ja, genau. Und ich habe am besten, hab ich jetzt auch drei Wünsche frei. Also das wünsche ich mir jetzt. Und wie die Eisdiele. Oh, Emma, erzähl keinen Quatsch. Oh, guck doch einfach hin. Habt ihr Tomaten auf den Augen? Vor uns direkt, da ist die Eisdiele. Was? Wirklich? Oh Mann, ich träume nicht. Ich nehme mir drei große Kugeln. Einmal Waldmeister, Erdbeere und Vanille. Danke. Oh, wie toll! Ich werde auf jeden Fall Erdbeer und Oh Mann, ich will sofort ein Eis, aber sofort! Schoko nehmen. Julian, Was denn? guck mal die Schlange an. Hä, was für eine Schlange? Wir sind doch nicht im Zoo, wir sind im Einkaufszentrum. Wo soll es denn hier Schlangen bitte geben? Oh Mann, Hanna. Ach so, du meinst die Schlange, die hier ansteht. Okay, warte, vielleicht kenne ich hier irgendjemanden. Und dann plaudere ich ein bisschen mit dem und dann stelle ich mich einfach neben den. Julian, komm schon. Man muss sich hinten anstellen. Oh, warum? Ich möchte mich auch vorne anstellen. Ich möchte ein großes Eis und dann ist das vielleicht schon weg oder Emma und Julian, man muss sich in der Schlange ganz hinten anstellen und die haben auch genug Eis, also kommt. geschmolzen. Oh, wenn es sein muss, da sind bestimmt noch tausend Leute vor mir. Oh, müssen wir uns jetzt wirklich anstellen? Julian, Okay, klar. dann stelle ich mich aber vor euch, okay? Das ist ja wieder typisch, Julian. Nein, hinten anstellen. Ach, Julian, das ist unfair. Ich war als Erste hier in der Schlange. Und ich als zweites hier. Oh, das tut mir leid. Also ich kann jetzt nicht mehr nach hinten. Ich glaube, meine Schuhe, die kleben hier auf dem Boden. Ja, das tut mir leid. Ich kann nur noch nach vorne. Nach hinten, das geht nicht mehr. Ab sofort nicht mehr. Nö. Oh, Julian, ja, dann bleib da stehen. Du nervst. Och, Mann, wir stehen hier schon 10 Minuten und sind Oh, immer noch wie lange nicht dauert das dran. denn noch? Ich hab schon so Hunger auf Eis. Oh Mann, ich weiß auch gar nicht, welche Sorten ich mir aussuchen soll. Ich muss es schnell überlegen. Gleich bin ich dran. Oh, na endlich. Das sieht total lecker aus. Schokolade! Julian, Emma, komm mal hinter mir her. Wir können hier hinten uns hinterstellen. Da sind nicht so viele Leute. Da können wir in Ruhe essen. Was ist das denn? Emma, Hanna, warten, warten, stopp! Was denn, Julian? Wir wollen jetzt unser Eis essen. Wir haben lange genug darauf gewartet. Das schmilzt Ja, schon. echt. Hanna, jetzt gib mir doch endlich mal ein Eis. Du musst es nicht die ganze Zeit halten. Ich kann das auch selber halten. Wollt ihr doch nur helfen. Nein, ich meine das ernst. Hanna, Emma, hier ist eine Schlange, wirklich. Oh, Julian, die Schlange, in der wir gerade die ganze Zeit standen, vielleicht? Sehr witzig. Nein, also nicht die Schlange, wo wir. Ich meine eine echte Schlange, wie aus dem Zoo. Ich glaube, das ist nur ein Trick von dir, damit ich aufstehe und damit du dich dann auf meinen Platz setzen kannst. Hier gibt's doch keine Schlange im Einkaufszentrum, das ist doch kein Streichelzoo. Das kann doch nicht sein. Wo ist sie denn Ich hin? weiß es nicht. Oh, wir müssen sie wiederfinden. Oh nein, das ist so verzweifelt. Oh, schau mal, die Eisdiele hat ja wieder geöffnet. Wie wär's mit einem frischen Vanilleeis? Und dann haben wir bestimmt wieder einen kühlen Kopf und dann finden wir die Schlange auch. Hä? Was sagst du dazu? Ah, na gut, die Schlange kann warten. Obwohl, von der einen Schlange in die andere Schlange. Oh, welches Eis nehme ich denn mal? Hanna, Emma, kommt doch mal jetzt hier hin. Hier ist wirklich eine Oh Schlange. ja! Ja, gut, Julian. Das ist auch echt immer anstrengend mit euch im Einkaufszentrum. Ja, wir kommen ja schon. Und wo ist jetzt die Schlange? Julian, ich hab's mir gleich Du gedacht. hast uns veräppelt. Ha, wir haben alle ganz doll gelacht. Und was sollte das jetzt? Oh, guck doch mal richtig. Siehst du nicht den Kopf von der Schlange? Das ist sie wirklich. Das ist eine. Wo meinst du denn da, das rote da? Da! Das ist ja wirklich eine Schlange. Oh, ist das wohl eine Giftschlange? Ich weiß nicht. Die hat keine Ich Beine. kenne mich überhaupt nicht mit Schlangen aus. Was ist denn da vorne los? Da haben gerade Kinder geschrien. Das habe ich auch gehört. Ich werde mal nach dem Rechten sehen, glaube ich. Dieses Erdbeereis hier, ne? Das schmeckt einfach Das sowas sieht von wirklich göttlich. lecker aus. Ich habe Schoko. Deswegen waren wir. Oh, jetzt fällt mir auch wieder ein, weswegen wir eigentlich hier waren. Die Schlange! Oh, Leute, Leute, hört auf zu schreien, das macht ihr Angst. Ich kenne mich mit Schlangen ein bisschen aus. Wir müssen ruhig bleiben. Ja. Was haben die Kinder denn da? Spielen die nur? Haben die Angst? Guten Tag. Könnt ihr mir vielleicht mal erklären, was hier los ist? Um Himmels Willen, eine echte Schlange hier im Einkaufszentrum. Das haben wir ja noch nie gehabt. 134 hier an Zentrale, 134 hier. Wir haben hier ein exotisches Tier, genau genommen eine Schlange im Einkaufszentrum. Vielleicht sollte die Feuerwehr mal ihre Spezialeinheit schicken.
Kinder, beruhigt euch. Oh Mann. Die Schlange wird gleich abgeholt. Also nur die Ruhe, nur die Ruhe. Ist sie gefährlich? Ich glaube nicht. Ein Moment. Also, das ist doch jetzt meine Schlange, oder nicht? Wer soll die denn abholen? Oh, bitte kann die nicht bei mir bleiben? Ich brauche noch ein Haustier.